Ich bin Umid Mirnoor und ich habe den Film Korruption auf Erden gedreht. Die Hauptmotivation von dem Film war für mich einfach das Thema dieser Iran-Revolution vor allem in der westlichen Welt näher zu bringen. Und das war für mich so, ich wurde überschüttet mit den ganzen Archivmaterial oder Handyaufnahmen aus dem Iran und ich bin ja auch selbst Iraner und meine Familie lebt noch dort. Darum war es für mich eine sehr, sehr emotionale Zeit. Und da war mir recht schnell klar, okay, ich muss jetzt diese Emotion irgendwie in die Kunst packen, damit ich es selbst verarbeiten kann. Und es war auch eine Therapie für mich selbst im Endeffekt, um damit klarzukommen. Aber auch wollte ich die Leute informieren, aufklären und ein bisschen Solidarität hier in Deutschland dafür aufbauen. Ja, das Gefühl hatte ich auch, dass der Film sehr emotional wahrgenommen wurde. Ich hatte ja große Bedenken, bevor ich den Film noch geschrieben und produziert habe, dass die Satire die richtige Form ist. Das ist ein Thema, was sehr frisch ist, wo die Wunden noch nicht so verheilt sind. Und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, dass der vielleicht falsch aufgenommen wird. Das heißt, ich habe mit einem größeren Shitstorm sogar gerechnet, dass ich, wenn ich den Film so umsetze, vielleicht auch bekommen werde. Aber im Endeffekt war das gar nicht so und ich hatte eigentlich sehr viel Support hinter mir, worüber ich sehr dankbar bin. Aufgrund des Formats gab es auf jeden Fall auch negative Reaktionen, aber weitaus weniger, als ich gedacht habe. Die Satire ist, wie gesagt, für das Thema nicht für jeden geschaffen. Das verstehe ich auch absolut, ne, dass es für die einfach ein zu brutales Thema ist, um es in die Satire zu packen. Und sonst sind es natürlich die Iran-Hardline-Anhänger, die dann so ein bisschen sinnlose Kritik von sich geben. Die gibt es natürlich immer. Aber wie gesagt, eigentlich waren zu 98% positive Kritik auf den Film, dass es ein Rahmen ist, der das eigentlich auf den Punkt bringt, was gerade dort passiert. Nee, ich habe absolut nicht erwartet, dass er so viral geht. Für mich war es einfach jetzt in dem Moment, einfach einen Film zu schaffen. Ich habe schon damit gerechnet, dass er polarisiert und dass der schon ein bisschen Reichweite schafft, aber dass ich wirklich so eine Bandbreite an verschiedensten Leuten erreiche, ne? Und selbst aus Kanada oder Schweden Familie von Freunden von mir gesagt haben, deren Mutter hat denen das bei WhatsApp geschickt zum Beispiel, war für mich so, wow, der Film geht gerade um die Welt und das war für mich sehr beeindruckend, ne? Und das, man muss dazu sagen, im Iran selbst ist ja YouTube zum Beispiel gesperrt, ne? Und die teilen sich das alle über Telegram oder Messenger-Dienste. Und da hat er auch so eine Welle gemacht, dass ich gar nicht tracken kann, was da überhaupt passiert ist. Aber der Nachbar von meinem Cousin hat mir gesagt, ey, der hat meinen Film gesehen zum Beispiel. Und das ist schon ist schon cool, auch in Anführungsstrichen, dass der dann so viele, so eine Runde gemacht hat. Ne? Dass ich auf die Blacklist komme, war von Anfang an mir bewusst, als ich den schon geschrieben habe, weil keiner traut sich eigentlich so Khamenei's Namen im direkten Zusammenhang zu zeigen oder zu nennen, gerade nicht in so einer Art von Film. Darum war mir das recht schnell bewusst, dass wenn ich den Film genauso umsetze, auch nicht mehr in den Iran reisen kann. Aber ich habe die Konsequenz gezogen, weil mir das wichtig war, auch mal die Täter mit Namen zu nennen und nicht einfach nur so drumherum zu reden. Also es war ich habe mich herzlich aufgenommen gefühlt. Ich fand die Filme wahnsinnig stark und inspirierend. Und ich finde auch die Stadt an sich mega sweet. So habe mich hier, bin ein bisschen spazieren gegangen hier und fand es wirklich eine schöne Atmosphäre, mal hier so ein bisschen spazieren zu gehen und daneben nebenbei sich die Filme anzuschauen. Danke an euch, dass ihr politische Filme wie meinen gezeigt habt und auch wahrscheinlich weiterhin zeigen werdet. Das ist wahnsinnig wichtig, dass Festivals sich politisch positionieren und Filme, die in anderen Ländern verboten werden, eine Plattform bietet. Dankeschön. Ha daran gol 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 oftob mikoran.